Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder bei den Nachbarsbauern auf der Ebelsbach. Ich bin nach wie vor hier beim Maisdreschen und ja, neben mir bzw. irgendwo da drüben ist der Franken-Andi. Na Franken-Andi, was machst du denn heute alles? Ja, Grüße. Ich habe mir ja in der letzten Folge einen Viehanhänger zugelegt. Da würde ich doch glatt mal beim Viehhändler vorbeischauen und mal gucken, ob es da ein paar Mühe gibt. Ja, sehr schön. So, aber zuallererst mal muss ich noch mal zum Helfer aufs Feld springen. Der hat die Arbeit erfolgreich erledigt. Erzähl doch, Kerkämpf. Du hast noch nie mal den Schlepper angemacht. Ja, die Helfer, die denken manchmal viel mehr, als was sie machen tun. Ach, das Unkraut ist einfach ausgewachsen jetzt. Jetzt nicht dein Ernst, oder mitnehmen. Die Hälfte vom Acker habe ich jetzt stückeln können, die andere Hälfte muss ich jetzt spritzen. Herrlich. Ja, auch nicht schlecht. Ach ja. So, wir lassen jetzt hier aber mal wieder den Helfer weiterlaufen. Und springen hier rein. Pflügen, Ecken und Säen in einem Aufwasch. So. Was? Ecken und Säen? Ja, so, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich das alles richtig hinbekomme. Runter den Pflug. Die an und die ist runter und die Sämaschine an und auch runter. Und, ach, der MB-Truck schafft das sogar. Perfekt. Ist ja auch ein Arbeitstier. Ja, aber wenn du zwei Maschinen, die über die Zapfwelle angetrieben sind. Da hatte ich Bedenken, dass der das dann... Da wollte man gucken, wie es den Berg hochgeht. In Zeitlupe. Ja, 12. Es geht, es reicht. Ich habe nämlich mein Konzept mit schnell auf Schweine gehen erstmal umgeschmissen. Ja, ich auch gleich eben, wenn ich beim Händler war und mir eine Spritze gekauft habe. Oh, ja, komm. Ja. Ich werde jetzt eine Runde mal komplett mit Sojabohnen machen. Weil die richtig Geld bringen und ich werde auch den Mais verkaufen. Weil das bringt's einfach nicht. Bringt's nicht? Ja, es ist halt... wenn du irgendwie im Kontostand jetzt irgendwie bei 5.500 bist, da braucht man nicht dran denken, irgendwie Schweine zu kaufen. Ja, das stimmt. Dann lieber ein, zwei Ernterunden volles Geld mitnehmen. Und auch wenn wir dann eben unsere Wiesen gemäht haben und die Silage dann davon direkt auch verkaufen in unserer BGA. Das bringt dann auch richtig Geld. Ich denke, dann kann man dann irgendwie mal Richtung Viecher gehen. So. Dann irgendeins der Gebäude rein. Ach hier, warte mal. FVB hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, ja, lasst es erfolgreich weg, dann können wir drüber reden. Ja, guck mal, hier ist noch Platz. Ja, herrlich. Und das Gerät, das ist auch deutlich leichter. Wieder Bader. So, aber jetzt werden wir hier GPS anschmeißen. Wir brauchen Nord, Süd, 4 Meter passt. Ha. Boah, komm.
können. So, und ich gehe mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich fahre mal zum Händler. Mhm. Mein Kollege, wenn du da nicht die Lichter ausmachst von deinem Schlepper, ne, dann wärst du bald gar nirgends wohin. Aber wenn die Batterie leer ist, dann fährt der nirgendwo hin. Tja. Im Übrigen, das Saatgut Big Pack gehört mir, habe ich festgestellt. Ja, beim gut. Händler. Da hast du es leer gemacht? Ja, noch nicht ganz. Zumindest meine Sämaschine voll gemacht, aber muss ich dann irgendwann beim nächsten Mal vorbeifahren, nehme ich den Rest dann hoffentlich mit. Ja, ansehen wirst du jetzt wohl genug, oder? Ja, wenn ich gucke, der Verbrauch ist nicht wirklich viel. Und ja, ich kann jetzt wieder um die Kurven rumfahren. Das ist sehr angenehm. Sehr schön. Hier mal den Helfer weiter, weil genau, der hat ja schon wieder gemeckert hier, der Drescher. Ja, müssen wir mal ein bisschen die Ausputzarbeiten jetzt nicht kaputt fahren. Hier machen. Das müssen wir selbst machen, sonst wird das gar nichts. Bordsteine hier auf der Karte, die sind echt bissig hier, gerade beim Händler, ne? Ja. Da hat es mich mit dem JCB schon mal um 180 Grad versetzt. Au. Ich dachte, in die Richtung wollte ich gar nicht fahren. Ach ja, wir haben hier ein paar Gerätschaften mit dazu genommen. Ne? Was haben wir denn hier? Einmal. Doch hier bei den Selbstfahrern sein, oder? Der Horsch, oh Gott, die Holmer, wieder, oder? Wieso sage ich immer Holmer, Horsch, wie Holmer meinte ich. Ich weiß gar nicht, wo die sich versteckt haben. Ansonsten einfach über die Markensuche gehen, ist am einfachsten. Ah, ja. So mache ich das nämlich immer. Weil ich habe mich auch schon mal blöd gesucht, wo die versteckt sind. Ich glaube, irgendwie bei Divers oder Sonstiges. Aber über die Markensuche Holmer ist, glaube ich, am einfachsten. Aber die Dinger sind teuer. Die sind sehr teuer. Oh, allerdings. Ja, die hatte ich mir nämlich gerade vor kurzem in einem anderen Projekt angeguckt und dachte auch, nö, dann nehme ich doch lieber ein normales Güllefass. Ja, günstig ist anders, aber naja, man gönnt sich ja mal was, ne? Ja, das Schöne ist halt, na gut, ich weiß nicht, ob der mit dem Güllefass drauf, ob der auch die normale Dreipunktaufnahme hat, weil den normalen Holmer, wo du die Überladecontainer drauf machen kannst, den kannst du halt auch als Traktor verwenden. Der hat eine Dreipunktaufnahme, der hat halt 600 noch was PS, also der zieht dir alles weg. Wobei ich glaube, für den gibt es aber auch ein aufsattelbares Güllefass. Ah ja. Ich schieb mal dein Saatgut ein bisschen an den Zaun ran. Ja, mach das. Dafür klaue ich dann deinen Pflanzenschutz noch. Auf meine eigene Palette, ich bin ja gar nicht so. So, Dünger, Pflanzenschutz, wie viel sind da drin? 2000 Liter, ja, das taugt. So, und dann ist das schöne Geld schon einigermaßen wieder dahin, ne? 30 Steine haben wir noch. Das ist gut. Ich mit meinen 5500 hier noch. Aber
Es ist aber nicht gut. Warte mal, wir gehen gleich nochmal shoppen. Ich glaube, wir brauchen noch ein kleines Gegengewicht. Ja, das ist, sind die realistischen Gewichte. Ja. Ich bin das nur einen km/h nach vorne gefahren und auf einmal merkst du wieder, der Schlepper so nach hinten absenkt und so nach oben guckst. Ich so, Ja, das hatte ich eben, ich hatte den MB-Truck bei dieser Seeflugkombi, der hat ja den Saatguttank vorne. Den habe ich als erstes dran gehangen. Ja, und dann meinte die Hinterachse, wir gehen mal ein bisschen in die Luft. Da muss dann erstmal der Pflug als Gegengewicht ran, dann passte das. Ja. So, das reicht jetzt hier wieder nicht, oder? Ja. Aber das sind solche Sachen, die ich an dem Spiel halt echt mag, ne? Ja. War manchmal ein bisschen nervig, aber ja, an solche Sachen muss man halt denken, ne? Ja, das hatte ich eben auch gehabt, mit dem Drescher zum Abtanken gefahren. Der Traktor steht so ein bisschen bergrunter zu uns. Ja gut, gefühlte 50 Meter nach dem Anhänger zum Stehen gekommen. Da merkst du halt auch, wenn du 10.000 Liter im Korntank hast. Die schieben. Das schiebt. So, haben wir schon wieder ein Maisfeld fertig. Was? Das erste Maisfeld ist abgedroschen. Ich habe doch nichts gemacht. So, dann geht's gleich auf das nächste rüber. So, was machen denn meine Sojabohnen? Da oben sind die vielleicht auch schon fertig? Nö, schade. Gut, aber wenn wir das hier fertig gedroschen haben, können wir ja drüben dann anfangen, Gras zu mähen. Ha, dann geht's da nämlich weiter. Ja, nochmal um auf das Angebot von dir in der letzten Folge zurückzukommen. Ach, du hast noch nichts verkauft jetzt, ne? Nee, also, sobald ich hier das Maisfeld fertig habe, kann ich sagen, wie viel ich machen kann. Aber da kommt einiges runter. Ich hoffe mal, auf dem Feld hier ist jetzt kein Unkraut drauf, aber das ist nicht ganz so groß. Aber ich denke, dass da auch nochmal ein paar Literchen rauskommen. Ja, es ist so um die, ja, nochmal so viel würde ich nochmal verkaufen wollen. Ja, so viel werde ich, glaube ich, nicht zusammenbringen. 88.000, nee. Wie gesagt, wir gucken gleich mal, wenn der Mais verkauft ist. Dann habe ich noch 20.000 Liter im Silo drin. Wenn ich dann ein paar Kühe kaufe, dann haben die erstmal was zu futtern. 20.000 für 6 oder 10 Kühe, das sollte erstmal reichen. Die werden schon gleich verhungern. Wir können ja mal ganz kurz rechnen. 21.000, also ein Anhänger. Ein Anhänger wäre 29.400. Also ein Anhänger würde ich, denke ich mal, auf jeden Fall schaffen. Den anderen müsstest du dann, wenn du das Geld gleich brauchst, eben woanders verkaufen. So, das blöde Unkraut hier. Ja. Ja,
Das Problem hatte ich ja sowohl bei den Kartoffeln hier als auch beim Einmais. Und das war leider schon alles ausgewachsen, da konnte ich auch nichts mehr gegen unternehmen, leider. Ja, das ist ärgerlich. So, hier kriegen wir dann ganz viel Hafer. Gar nicht, was ich damit machen soll. Naja, verchecken, oder? Braucht man ja nicht. Hauptsache, es gibt ordentlich Stroh. Genau. Da ist mein Feld hier. Ist gewunden. Ja, es ist immer, wenn du so nah wieder an den Feld ranfährst und dir irgendwie die Bäume die Sicht versperren, da musst du immer abschätzen, wo deine Frucht steht. Aber ja, das geht ja hier rucki zucki. So, der Pflanzenschutz reicht auf jeden Fall hier. Mal was ist. Nochmal zum Shop müssen. Der Händler, der hat schon nur noch Dollarzeichen in den Augen, wenn ich hinfahre. So. Ja, 3 Bahnen noch, dann haben wir das Feld auch fertig. Das Ansehen, das dauert dann wieder Ewigkeiten. Aber wie gesagt, dann können wir in Ruhe uns um die Wiese kümmern bei uns oben. Und dann wird auch irgendwann schon wieder die Sojabohnen reif sein. Dann können wir da dreschen. Ja, du hast ja hier den Helfer, den kann man ja noch mal einspannen. Ja, der tut gerade Ansehen. Ach so. Ich tue schön mein Mais hier dreschen. Ich glaube, dashen, da muss ich auch nicht mehr so lange dann darauf warten. Aber dann sollte ich mit dem Kühe kaufen. Vielleicht, nee, obwohl, das könnte ich ja nicht gleich machen. Erste Fuhe. Brauche ich noch ein Wasserfestchen. Dann Stroh bekommen wir dann hier, wenn das Feld fertig ist. Heu und Gras würde ich jetzt dann langsam anfangen. Jo, dann haben wir es ja schon. Lasche haben wir ja genug da. Dann kann man ja auch gleich hier das Kraftfutter mischen, ne? Aber da habe ich ja schon alles, was ich dazu brauche. So, gut. Einmal den aus. Dann gucken wir mal, wie viel Mais das jetzt gegeben hat. Naja. Naja, Mais. Zum Reifeisenmarkt. Gut. Den Weg kenne ich. Ja, knapp 32.000 Liter die beiden Felder. Ja, das geht. So, möchtest du wissen, was dein Maispreis wert ist? Ja, wenn du da schon mal Anhaltswerte hast. Jupp, ich muss bloß schnell die Bahn hier noch zu Ende rutschen, dann... Oh, nein, nein, das ist schon wieder so weit. Wie weit hast du noch zum Reifeisenmarkt? Können wir auch verschieben auf die nächste Folge. Ja, wir sind knapp erst an der Grenze, deswegen... Hütchen oder noch so bei dir dauert, dann kann ich hier die Bahn noch fertig fahren, noch schnell zum Hof wieder zurückeiern und bis dahin solltest du ja beim... Ja, ich bin schon fast beim Shop, also... Dann passt. Nein, das ist ein Graben. So,
Okay, dann gucke ich mal. Hab ich sie denn? Weg. Bordsteinkante mal wieder. Mais. Keiner Mais. 1281 ist der maximale ersichtliche Preis gewesen. Und er steht jetzt bei 1255. Ja, das ist also ein Deal, das oder? Ist gut. Raus mit dem Zeug. Der Kontostand wächst. Bei den niedrigsten Preis, was ich gesehen habe, waren 804. Oha. Ja, guck mal, das waren fast 40.000. Das ist gut. Also dann können wir auf jeden Fall eine Fuhre Silage können wir machen. Ja. Habe ich noch schnell die Zeit, um heimzufahren? Ja, ich fahre auch jetzt den schon mal Richtung Heimat, wenn mich der Verkehr hier lässt. Beeil mich auch. Boah. Mit dem Fendt. Weißt du, 50. Ich müsste mir irgendwann mal einen Kercher holen. Die Scheibe ist jetzt schon so dreckig, wenn da die Sonne scheint, da siehst du nichts mehr. Aber einen am Hof stehen, also. Zur Not fahre ich Außenansicht. Da bist du schmutzig, ich muss den Kopf aus dem Fenster aushalten. Genau. Nur doof, wenn die Mücken immer dagegen fliegen. So, jetzt überholen wir den hier mal. Mann, die schleichen hier immer noch so. Das ist... Wow. Ah, guck mal, die Wiese sieht gut aus hier. Eieiei, da haben wir was zu tun. So, also die letzten Meter sind da. Oh, ich bin dann, oder? Ja. Ja, ja. Leute, die zweite Folge für diese Woche ist schon wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns über ein bisschen Feedback von euch freuen. Ansonsten gibt es am Samstag die nächste Folge, die Nachbarsbauern in Ebelsbach. Von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Jo, dann halte ich mich auch mal heute ganz kurz, schaltet am Samstag wieder ein. Ja, bis dann, macht's gut und tschüss.